Hast du dir deine Holzspäne aufgeschrieben? Ja, Handvoll Späne habe ich geschrieben. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich in meiner Umhängertasche? Weil ich habe ja jetzt schon meinen großen Meißel, meinen kleinen Meißel, einen Schlägel, hier meine zwei Steinfiguren und einen Sack Kies. Müsste ich vielleicht mit dir besprechen? Ja, was noch rein? Weil ich sie gerade höre. Rucksack, Proviant ist klar, der ist aufgebraucht, das brauche ich nicht aufschreiben, aber das ich bin Schmied, ich habe noch einen Schmiedehammer mit. Was steht da? Ein Schmiedehammer. Wie groß ist der ungefähr? Ja, so ein Handhammer halt so. Handhammer? Ja, halt den hast du ja. So großer Kopf, aber so ein Kopf. Ups. Das passt schon. Play. Oh. Drink soft. Keine Schleichwerbung. Ja. Okay, also da oben ist jetzt ein zerstörtes Bett. Ja. Offensichtlich lag niemand drin. Kann ich mir ein paar von diesen Bettfetzen, also hier Tücher, kleine Tücher. Kann ich doch mal also das Zeug auseinanderreißen. Na, das was. Oder? Ich weiß ja nicht, wie groß das jetzt ist. Ja, das kannst du noch vor Zwergen mitnehmen. So Taschentücher. Du kannst doch vor Zwergen mitnehmen. Ja, okay. Du brauchst nicht aus den Fetzen nehmen. Ich habe von drei Betten die Laken mitgenommen und es waren sieben Betten. Naja, aber ich will auch noch ein, also zumindest auch so ein kleines, dass ich da meine Späne reinpacken kann. So. Naja, da kannst du doch einen Kopfkissenbezug von einem der noch intakten Betten nehmen. Das reicht doch für. Ja, okay. Hast recht, ist besser. Ja. Okay, dann mach ich. Ist auch noch einer da, den du dir nehmen kannst. Ja. So, dann wollen ja sieben Betten. Du nimmst das Stroh raus. Schmeißt das auf den Boden. Lass das Stroh drin. Gut. Lässt das Stroh drin. Hast jetzt ein schönes. Ich sag jetzt mal, ein Federkissen wäre besser, aber ein Strohkissen ist besser als nichts. Ich glaube, der Dieb schläft. Okay, es ist ja schon spät draußen, ne? Es wird langsam. Es fängt schon. Naja, ich sag mal, es dauert noch ein bisschen, bis es wirklich richtig dämmert, bis es wirklich dunkel wird. Aber ihr merkt schon, so die Sonne, die geht Richtung Tagesende. Also ich meine, ich bin ja ein Wolf, ne? Das heißt, ich sehe auch in dem Dämmerlicht jetzt eigentlich auch recht gut. Vermute ich, ja. Ja. Aber, also, so dunkel ist es noch gar nicht. Ja. Ich bin ein Zwerg, ich habe Tag meines Lebens in einer Höhle gewohnt, also in einem Berg. Ja, in einem Berg. In einer Bergschmiede. Meine Gäste kommen meistens nachts. Du schläfst. Ach, ich schlafe, ja. Okay. Ich merke das. Also ihr habt jetzt da oben gelootet. Eigentlich ist jetzt quasi nichts mehr da, was also ich überhaupt noch jemand an Wert sehen könnte. Also ich lasse Johnny Joker schlafen. Ich gehe mal runter. Dass er schläft? Ja, ich habe mich aufs Bett gelegt und schlafen, weil ich ein fauler Sack bin. Ach so, okay. Okay, du liegst im Bett. Machst du ja auch nicht. Du kannst aber nicht so richtig. Du hast doch so im Hinterkopf, dass hier ein Zwerg rum in der Bette schnitzelt. Da war ja noch so ein, was war da noch? Ein Haus und so ein... Es war draußen, war noch so ein Schuppen. Ja, dann guck ich mal. Ich geh runter und guck mal in die Schuppen rein. Mhm. Vielleicht finde ich ja was Geiles. Ich sehe, wie der Wolfsjunge den Raum verlässt. Warte, ich sag dem, pass auf den Joker auf. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja? Ich gebe euch nicht die Chance, gebe euch noch. Es ist unten in dem Raum war noch ein Schrank. Hab ich jetzt gerade gesehen. Okay, dann gehe ich, bevor ich zum Schuppen gehe, gucke ich mal in den Schrank. Ja, das Besteck drin. Oh. Geil. Also Teller sind da drin. Ich sehe ein paar Gabeln aus Holz. Okay. Ja. Ich sehe, wie der Wolfsjunge den Raum verlassen hat. Und ich sage laut in den Raum rein, los Johnny, wir sollten ihm folgen. Ja, was? Können wir noch hier bleiben? Okay. Alle weg, ich gehe runter. Okay, gut. Du hättest ruhig weiter schlafen können. Hier ist eh nichts los. Also, du kommst langsam in den Schuppen. Ich entdecke. Ja. Ich entdecke. Da war Besteck drin. Ich entdecke. Sehe ich das noch? Ich entdecke auf einmal einen Schrank, der auch immer da ist. Meine Kriminalistik. Ein Folterschrank. Meine Kriminalistik-Fähigkeiten zeigen mir einen Schrank. Ich schnappe mir aus dem, aus dem Besteckkasten ein Messer und eine Gabel. Aus Holz, kein Problem. Ja. Ich sehe das. Also so ein Holzmesser ist jetzt nicht unbedingt scharf, aber geht so mehr Richtung Löffel eigentlich. Ja, ja. Es ist schon, also es soll ein Messer darstellen. Ich sehe dasselbe und nehme mir auch ein Messer und eine Gabel. Ja. So, ich bin jetzt am Schüppchen. Du bist in der Zwischenzeit weitergelaufen zum Schuppen. Ja, ist er offen? Oder? Ist er offen? Die Schuppentüren sind offen, ja. Das ist geil, ich mache auf. Okay, du gehst also rein. Mhm. Das hier sind wir schon drauf vorbei. Ach ja, der Schuppen. Also der Schuppen sieht von innen, der ist eigentlich.
Da ist nichts wirklich drin, da ist staubig oben in der Ecke und überall sind so Spinnweben, also da ist lange davor, nichts passiert irgendwie, aber es Angst. Ist halt ein Schuppen. Hm. Ja, ja, da steht ja bestimmt irgendwas drin. Ja. Was steht da drin? Ich wende mich an einer Wand ist ein Regal. Hm. Und Johnny. Auf der anderen Ecke. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Da ist als ob Elfen in der Nähe. Ein Sack mit Korn. Elfen. Ein Sack mit Korn. Was soll denn also Getreide. Ist noch gut? Wie immer. Die Axt verwenden. Ja, wahrscheinlich. Nein, nicht die Axt. Wahrscheinlich ist es noch gut. Das ist wie groß ist das halt? Ist das jetzt so ein Wie mein kleiner Sack hieß? Das ist schon so ein Sack, wo man. Solange wir reichen, solange wir keine Waffen brauchen, können wir sie mit unserem Schiff. Also ist auch noch nicht gemalt oder so. Du tanzt, ich rede. Was ist in dem Regal Sachen drin? Wirklich. Warte. Okay. Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Du musst jetzt. Nein, wir sind ja im anderen Raum, wir haben uns. Ja, aber ihr seid trotzdem laut. Entschuldigung. Okay. In dem Regal? Ja. Wir haben jetzt beide miteinander geredet und ich habe ihm erzählt, wenn wir jetzt mit einem Elfen treffen, dann haben wir halt ausgemacht, dass wir nicht kämpfen, sondern dass er tanzt und ich rede. Weil wir beide so charismatisch sind. Und ich bin halt so, ich nehme alle Sachen so wörtlich, dass ich das machen werde. Okay. Hast du es ja aufgeschrieben, ja? Ja, ja. Also in dem Regal, eigentlich ist kein Regal, es ist mehr ein Schrank, ist schon ein bisschen so ungefähr hoch, so mit Türen vorne dran. Und da drin sind drei Pechfackeln. Oh, die nehme ich. Und ein Feuerzeug ist auch noch drin, das liegt so auf dem Boden rum. Das nehme ich auch. Ich probiere mal, ob es geht. Das ist nicht so ein Feuerzeug. Achso. Das ist so ein Feuerzeug. Das ist Pyrit und Feuerstein. Ja, okay, gut. Das musst du mir doch sagen. Ja, andere Feuerzeuge gibt's nicht. Das weiß ich doch nicht. In der Zwischenzeit. Also zumindest, gut, es gibt vielleicht andere Feuerzeuge. Ja. So eine, ja. Ich stecke es ein. Schwester. Aber es ist jetzt nicht so ein Gasfeuerzeug, sag ich mal. Ja, okay. In der Zwischenzeit haben wir auch das Haus verlassen und sind dem Wolfsjungen hinterhergelaufen. Okay. Wir stehen aber außerhalb von der Mitte. Ja, hat mich gerochen, ja? Nein. Nee, also ein Feuerzeug, das ist ein Funkenwerfer halt. Gut. Also da kommt kein aktives Feuer passt raus. Das? Wie groß sind die Fackeln? Sind die so oder so? Die sind ungefähr so. Okay, dann. Also du hast hier unten, kannst du so einen Griff, ist ein bisschen bis hier, so, ist der Griff. Dann so ein bisschen Gelumpe rumgewickelt, Pech oben drauf. Passen die bei mir noch rein? Das musst du entscheiden. Also das Feuerzeug passt garantiert, ja. Alle drei? Oder es wird schon schwer, eine reinzupacken, okay. Weil die sind schon ein bisschen... Und Pech klebt auch, das ist keine gute Idee. Stimmt, ja, okay. Können wir Zachary folgen? Ja, ja. Gehen wir rein? Ja. Und sehen das? Dass ja. Fackeln ich sehe da auch noch andere. Ich bleibe draußen, weil ich habe das Gefühl, der Schuppen ist sehr klein und ich passe da nicht rein, wenn da schon zwei Leute drin stehen. Okay, gut, ja. Er ist tatsächlich nicht so groß. Ich muss mich ja schon bücken, ne? Weil es ja für Zwerge. Ja, stimmt. Dann möchte ich die beiden bei dieser Szene nicht stören. Der gebückte Wolfsjunge, wo der Dieb hinten dran kommt. Kroter Bär, beschütze uns. Halt Wache. Du musst immer dran denken, ich sage es, wenn ich meine Axt wegstecke. Also in der einen Szene habe ich meine Axt. Du hast deine Axt die ganze Zeit gezogen, richtig? Ja. Du hast die ganze Zeit so nah. Na so, ich bin ein Zwerg, ich bin ja auch ein Dieb. Wo packst du die eigentlich hin? Hast du die irgendwie so am Gürtel oder hinten am Rücken? Also, das nennt man so eine Bartaxt. Also, die hat zwei Schneiden. Ja. Ein relativ langen Stiel, aber du musst bedenken, ich bin nur 1,40 Meter groß. Ja. Also, der Stiel ist so ungefähr 1,20 Meter. Und da ist so ein, Lederriemen drum. Das heißt, wenn dann hänge ich mir die so um, dass ich die einmal so. Wenn ich die so über den Kopf hebe, geht der Lederriemen runter und ich kann mir die so umhängen, dass ich die so schultern kann. Dann. Gut. Okay. Mhm. Ich bin ein Schmied, ich kann gut erklären, wie ich Äxte baue. Ja, das ist schön. Zachary, was machst du da? Ich guck mal gerade den Schuppen an. Gibt es etwas Nützliches zu finden? Ja, also hier sind ein paar Pechfackeln. War noch Pechen, ja. Und ein Sack Getreide. Ein Sackreis. Der Sack reißt halt um. Nichts passiert. Das waren meine chinesischen Zwergen-Klischee-Freunde. Die chinesischen Zwerge. Du stellst dir die Zipfelmützen, solche China-Hüter. Nein, das ist Getreide. Ja. Ganz normale Weizen oder so. Ja. Kann man das mitnehmen? Nee, das ist ein großer Sack. Das ist ein großer Sack, der ist schon ungefähr so. Also du ein paar Tage fahren, kannst du dir so ein schönes Breichen machen. Ah, okay, dann nehme ich mir eine Hand raus, sozusagen so eine Mahlzeit. Oder kann man das ganze Sack, das ist ein bisschen schwer, oder? Ja, deshalb würde ich schon sagen. So, du willst dir einzelne Getreidekörner. Also du willst dir einzelne Getreidekörner in deine Hosentasche stecken? Nein, ich habe doch so wie du hier so einen Würfelsack hast, habe ich hier in meiner Hosentasche, wo meine Spielsachen drin. Wo deine Würfel drin sind. Ja, das ist eine Handvoll, würde bestimmt reinpassen. Okay. Und du hast Fackeln gefunden? Drei Stück. Nehme ich eine mit. Okay. Hast du in der Hand? Okay. Also du kannst ja aber nicht. Getreide hast du auch am Start jetzt.
Getreide. Immer gut, mein Getreidebrandwein zu haben. Wolfsjunge, Johnny, ihr steht in dem Schuppen. Ich kann nichts sehen. Was gibt es? Getreide gibt es. Möchtest du Getreide einstecken? Ja. Ich gehe auf den Schuppen zu. Ich wir gehen raus, damit der Zwerg klappert. Ja, wir gehen raus. Ja, ich gehe in den Schuppen. Ich habe ja diese Kopfkissenbezüge. Ich nehme einen von den Kopfkissenbezügen. Ich gehe mal davon aus, dass man die ja irgendwie schließen kann. Von sich aus. Schon, du kannst ja auch einen Knotenzollung reinmachen. Ja, und pack mir so viel Getreide, wie passt, sodass ich ihn noch zumachen kann, in den Kopfkissenbezug Getreide. Also du hast jetzt ungefähr so eine Kelloggs-Packung voll Getreide dabei. Ja. Okay, das ist super. Und weil du ein Zwerg bist und jetzt das offensichtliche Zwerggehöft ist, fällt dir noch ein, dass Zwerge gerne im Schuppen irgendwas verstecken. Mir fällt gerade ein, wir Zwerge verstecken gerne Sachen in Schuppen. Das ist mir zwar neu, weil wir in Bergen wohnen, aber wir haben auch in Bergen Schuppen. Ja, ich gehe dann intuitiv sozusagen ein Stück aus dem Schuppen raus und wische am Boden das Stroh, was am Boden liegt, weg. Okay. Und man sieht eine Klappe. Richtig. Würde ich jetzt vermuten. Ja, ja, das ist eine Klappe, genau. Okay. Genau. Ich mache die Klappe auf. Ja, und du siehst eine Truhe. Ah! Der Klischee-Schatz! Ich wusste doch, dass es die Klischee-Zwerge sind! Ja! So, ja, Kommst du da ran? Weil ich bin größer als du und habe längere Arme. Ja, das ist, die das ist im Boden ist, eingelassen. Ich bin 1,40 Meter, aber ich muss nicht hochgreifen. Ja. Sieht die Truhe aus wie eine normale Truhe? Oder sieht die das kannst du nicht sehen, weil ich davor stehe. Also, ich gehe davon aus, als Schmied, dass das eine Standardtruhe ist. Holz mit Metall beschlagen. Tatsächlich ist es so, ja. Ja. Ist halt eine Holztruhe. Ich hebe die Truhe aus dem Bodenloch raus. Ja, ist ungefähr so groß. Und dann halte eine Truhe in den Metall. Das sind jetzt vermutlich, wenn da jetzt nicht irgendwelche Brillanten drin sind, dann ist das Metall. Ich würde mich nur freuen. So drin. Aber ja. Du guckst rein? Nein, ich bin ja ein fairer Zwerg, weil auch zu dumm, um das Konzept von was anderem zu verstehen. Ich nehme die Truhe, drehe mich 180 Grad rum, weil ich war ja mit dem Rücken zu den Leuten, weil ich in den Schuppen reingeguckt habe. Okay. Knall die auf den Boden und sie springt dabei auf, ja. Sie springt dabei auf. Schaut, was ich gefunden habe. Ich wusste, dass da ein Schatz ist. Was ist drin? Du siehst es gleich, was drin ist. Und zwar sind dort... Aber wir sind so, ja auch. Das sind, ihr müsst drum rumgehen, dann seht ihr das auch. Weil ich hab, ihr, sind, die Szene ist ja jetzt die, ich bin im Schuppen drin, ihr standet davor, um mir Platz zu machen. Ja. Ich bin mit dem Rücken zu euch raus, habe mich 180 Grad gedreht und die schmeißt die Truhe auf den Boden und die geht so rum auf. Also okay. Da sind verschiedenfarbige Steine drin. Dir fällt sofort auf als Zwerg, du hast damit früher als Kind gespielt. Das sind, wertlos. Das sind so ein paar, ich kann wertschätzen, die sind wertlos. Das sind ein paar Quarze. Ja. Also, welche davon sind lila, andere davon sind grün. Okay. Aber es sind halt Quarze, offensichtlich. Willst du sie mitnehmen? Von niederem Wert, aber. Wenn ich jetzt einen intelligenteren. Noch nicht mal geschliffen, auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt einen intelligenteren Charakter spielen würde, um jetzt mal OT zu sprechen, würde ich die mitnehmen, um andere Leute damit zu täuschen. Da ich aber zu doof bin, um das Konzept überhaupt zu verstehen, sage ich, das ist wertloser Plunder und lass auf dem Boden stehen und die anderen können ja entscheiden, ob die das genauso sehen wie ich, weil ich bin ja doof. Also wir gehen hin? Genau, wir gehen hin. Aber die funkeln aber. Ja, warte mal, Johnny. Funkeln? Wertschätzen. Also der Zwerg hatte schon gesagt, dass die wertlos sind, ne? Das muss nichts heißen. Viele denken, Dinge, die glitzern, sind wertvoll. Ja, du kannst. Ach, ich habe Menschenkenntnis. Ach nein, ich weiß ja gar nicht, dass du lügen kannst. Ich habe Menschenkenntnis. Das weiß ich ja nicht. Ja, das weiß aber ich. Ja. Ich weiß. Schön. Ich weiß gar nicht. Bin ich mir ganz sicher, dass du eine multiple Persönlichkeit hast? Hast du uns das so gesagt? Das habe ich euch gesagt. Okay. Aber wir können uns nicht sicher sein, weil sein Arzt hat das gesagt. Genau, aber ihr könnt nicht auf meinen Arzt vertrauen, nicht wahr? Okay. Pah, typisch Menschen. Hören nicht auf die Worte eines Zwerges. Stinken auch immer. Nach Mensch. Wertloser Plunder. Aber pack ihn ruhig ein. Ich nehme mir eine Handvoll mit wieder. Und du hast eine Handvoll? So viel ich tragen kann. Naja, du nimmst halt so einen Stein raus. Du bist so ein grünen Stein. Aber du weißt nicht genau, was es sein soll. Ist halt ein Stein, der so grün aussieht. Okay. Also nicht also das ist so. Im Inneren scheint er grün zu sein, außen eher so. Geht so Richtung durchsichtig. Also außen ist er mehr so Richtung durchsichtig und je weiter das nach innen geht, der Stein, desto grüner wird er. So wie ein Quarz halt aussieht, ein grüner. Ich nehme einen grünen Quarz mit. Hast du. Wie groß sind die?
Faust groß. Zwergenfaust groß. Hm. Also eigentlich würde ich mir schon gerne einen mitnehmen, aber ich lasse es. Okay. Gut, weil ich jetzt die blöde Truhe noch rum. Wir hatten Stein weniger. Da ich gemerkt habe, dass hier irgendwas nicht stimmt und keine Zwerge da sind, auf die ich mich gefreut habe, und da nur wertloser Plunder in der Truhe ist, schaue ich die beiden an, so fragen wie, wollt ihr noch irgendwas davon? Nein. Hätte er gerne eine Reaktion. Könnt auch sagen, was, wie er körperlich reagiert. Ich gehe einen Schritt zurück. Ich dreh mich um und dreht vor Wut gegen die Truhe. Ja, fliegt weg. Also, ich weiß nicht. Fliegen Vögel weg? Gibt's was wie treten? Es gibt Nahkampf, also ich kann Nahkampf auf die Truhe anwenden. Ja, mach mal Nahkampf auf die Truhe. Aber wir haben diesmal richtigen Nahkampf. Vier. Mhm. Und die vier, die packen wir einfach. Die vier Punkte, die kannst du dir jetzt eigentlich auf Attacke, Distanz und Attacke, Nahkampf und Initiative verteilen. Und Parade verteilen. Okay. Alles auf Angriff. Alles auf Angriff. Hast du jetzt also 12 Punkte im Angriff, dann mach einen Angriff. Wo steht denn das für Nahkampf? Also das heißt, warte mal. Körperlich. Mit was zur Hölle muss ich dann würfeln, wenn ich direkt auf Attacke Nahkampf würfel? Mit 2W10 oder was? Genau, und dann gucken, mit 2W10. Ob ich es schaffe oder nicht. Also, du wolltest, ja. Also 12. Mhm. Um 6 erleichtert. 10. 10. Wunderbar, du trittst volle Möhre, kannst mal Schaden auswürfeln noch. Warte, ich würfel mal. Der Fairness halber für die Truhe, erschwert um 20, hat nicht geklappt. Die Truhe konnte nicht ausweichen. Kannst den Schaden mal auswürfeln. Wie viel ist denn der Nahkampfschaden? Ohne Waffe. Haben wir gar nicht ausgerechnet. Ja, dann würfel mal 1W6. Okay. Das ist aber schwach. Das ist eine Truhe. Okay. 4. Ja, die Truhe fliegt ungefähr 4 Meter weit weg. Okay. Ins nächste Gebüsch. Ja. Nein, das Gebüsch ist oben auf dem Berg. So weit ist es dann doch, ja. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Nein, das ist ein sehr schönes Gebüsch. Also, davor sind ja auch bestimmt auch Gebüsche. Du trittst gegen die... Würfel mal kurz auf Glück, bitte. Was hast du denn jetzt schon davor? Also ich trete gegen die feste Seite der Truhe. Das heißt, die Truhe ist ja offen so. Heißt, mit der offenen Seite zeigt es Richtung Schuppen. Mhm. Nur damit wir die Richtung ungefähr haben. Und ich trete gegen die Seite, die zu ist, sozusagen. Also vom Schuppen weg. Zum Schuppen hin. Ach, zum Schuppen hin. Okay, gut. Nur damit du das weißt, weil ich weiß ja, wie eine Truhe sich verhält. Und damit die sich nicht um meinen Fuß wickeln kann, trete ich gegen die festeste Seite. Okay, gut. Weil ich bin wütend, aber nicht so wütend. Ich dachte, du trittst hier in die andere Richtung. Schade. Ja. Knapp daneben. 2 drüber. Ja, dann trittst halt einfach gegen die Truhe, die fliegt in den Schuppen rein, macht ein bisschen Lärm dabei. Und die Steine sind rausgepurzelt, ein paar davon. Und die liegt jetzt halt so. Liegt jetzt einfach da. Passiert oben irgendwas? Es tut ja offensichtlich weh. Für dich zumindest. Seelisch. Ja. Ja. Also, du siehst, welche Schmerzen die Truhe dadurch erlitten hat. Welch schauerliches Ansehen. Nee, du siehst halt von der Truhe. Ja. Was denkt ihr eigentlich, wenn die nächsten Abenteurer vorbeikommen, was die sich denken? Eine zerspaltene Tür, eine zertretene Truhe. Blut, ein Blutfleck, ein zerstörtes Bett, ein Raum voller Stroh. Ja, ich glaube mal, wenn die Nächsten dann kommen, sehen sie, dass im Staub Fußabdrücke sind, wo auch nochmal Staub drüber ist. Also so. Wenn sie uns dazu befragen, werden wir von einem großen Abenteuer erzählen, weil die Enttäuschung der Wahrheit ist mir zu viel.